Der Fluch der gefallenen Kinderstars ist auch an Daniel Radcliffe, 29, nicht vorbeigegangen. Nach seinem Erfolg als Harry Potter griff der Brite mehrfach zur Flasche, doch der Schauspieler konnte sich aus seinem Tief befreien. Im Off-Kamera-Interview mit Sam Jones spricht Daniel Radcliffe offen über seine turbulente Vergangenheit. Der 29-Jährige habe während seiner Harry Potter-Zeiten mehrere Rückschläge erlitten. Sein größter Feind: der Alkohol. So Daniel gegenüber Sam Jones. Die Blicke der Personen um ihn sollen ihn nur noch mehr dazu betrieben haben, mehr Alkohol zu trinken, um genau diese Menschen ausblenden zu können. Aus genau dieser Erfahrung schöpfe der Filmstar Empathie für Teenie-Stars wie Justin Bieber, 24, der sich zuletzt erneut in psychische Behandlung begeben hat. Wie Daniel erklärte, sei es im jungen Alter schwierig, sich ganz normalen Emotionen zu stellen, wenn man einen solch eindrucksvollen Lebensstil erreicht habe. So der Londoner. Nach mehreren Jahren habe auch der Harry Potter Star den Absprung geschafft. Doch es habe zahlreiche Versuche gebraucht, erzählte er. Von einem Tag auf den anderen habe er dann beschlossen, dass er so nicht länger weiterleben könne. Der junge Brite habe versucht, einem Ideal zu folgen, das sich als ungesund herausstellte. In meinem Kopf war dieses Bild, wie es sein muss, ein berühmter Schauspieler zu sein. Glaubst du, Daniel hat aus seinen Fehlern gelernt? Stimme unten in unserem Voting ab.